Stiftabformung. Darunter versteht man die Übermittlung der Daten Ihres beschliffenen Zahnes für den Techniker, der dann den entsprechenden Stift anfertigt. Wenn ein Zahn durch eine tiefe Karies zerstört wurde und somit von der Zahnkrone kaum noch was da ist, dann ist eine Kronenversorgung nicht mehr möglich. Die Krone hält nicht, aufgrund von zu wenig Retention. Die Lösung dieses Problems ist der Wurzelstift. Der Wurzelkanal wird zunächst abgefüllt, man spricht von einer Wurzelbehandlung. Danach wird der Wurzelkanal für einen Wurzelstift ausgeschachtet. Je nach verwendetem Fabrikat wird entweder sofort ein Stift in den Kanal zementiert, sogenannte konfektionierten Stifte, oder aber es wird ein Zahnabdruck genommen und der Zahntechniker fertigt einen metallischen Wurzelstift an, der dann eine Woche später eingesetzt wird, sogenannte individuelle Stifte. Dieser Zahnabdruck, also die Abformung des ausgeschachteten Zahnes, bezeichnet man als Stiftabformung und wird nur bei individuell angefertigten Stiften durchgeführt. Heutzutage werden immer seltener vom Techniker angefertigte, also individuelle Stifte verwendet. Ausnahme sind Wurzelstiftkappen. Sie sehen verschiedene konfektionierte Wurzelkanalstiftfabrikate. Im Bild links einen konfektionierten Stahlstift, rechts einen konfektionierten Glasfaserstift. Die Stahlstifte, egal ob vom Techniker gefertigt oder konfektioniert, führen häufig, meistens nach Jahren, zu einer Wurzellängsfraktur. Deshalb werden sie heute kaum noch eingesetzt. Die Glasfaserstifte werden nicht wie die Metallstifte zementiert, sondern geklebt. Somit ist die Gefahr der Wurzelfraktur weitaus geringer. Zurück zur Stiftabformung. Im Film sehen Sie, wie ein Teil der Wurzelfüllung nach der Wurzelbehandlung entfernt wird. Man spricht vom Ausschachten. Nach dem Ausschachten wird der Zahnabdruck genommen. Mit Hilfe der schwarzen Pins wird dem Techniker die Lage und die Form der Ausschachtungen übermittelt. So kann der Techniker den individuellen Metallstift anfertigen. Eine Woche später werden dann die Stifte, in diesem Fall Wurzelstiftkappen, einzementiert. In die Prothese werden die entsprechenden Gegenelemente eingesetzt, dank derer der Halt der Prothese stark verbessert ist.